Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von House Flipper. Wir sind hier immer noch. Ich glaube, die Hütte im Wald. Nee, gar nicht. Das kann gar nicht die Hütte im Wald sein. Muss ich gleich gucken. Was ich da verkauft habe. Auf jeden Fall, wir sind hier fleißig am Machen und. Oh nein. Ich sehe schon. Ich muss mit. Dings arbeiten. Mit, wie heißt das denn jetzt? Mit Gips. Aber hier scheinen Holzwände zu sein und nicht gemalert. Okay. Dann, einmal bitte Wände, einmal Gips. Nee, ich verkaufe den noch nicht. Ich pack den erstmal so zur Seite. Dann machen wir erstmal Boden. Abdeckungen oben. Ich glaube, hier wollte ich einfach nur einen Hobbyraum oder sowas reintun. Die Frage ist, was könnte man denn hier reintun? Als Hobbyraum. Jetzt kommt dann mal wieder so der Struggle mit den Türen. Eingangstüren. Also 1 Meter mal 2. Muss ich dran denken. 1 Meter mal 2. Naja, ist nicht ganz gleich, aber das ist egal. Ihr Fenster war Perim, das weiß ich noch. Perim. Komm, mal richtig fettes Fenster hier. Die Frage ist: Wände und Paneele, was für Paneele? Oh, ich weiß schon. Weil die ja auch so leicht grau sind. Das ist halt blöd gemacht, ne? Aber okay. Kannst du halt nichts gegen machen. Was? Ach komm, einer. Der eine noch hier. Mal ganz kurz. Ich streiche das hier weiß. Einfach mal ehrlich, das sieht so viel besser aus. Möbel, was könnte man hier machen? Wir könnten ein Kinderzimmer reinmachen. Aber ja, das wäre, glaube ich, jetzt einfach das Einfachste. Ein Bett.
Nee, wir haben so viel Holz. Dann machen wir mal Fenrir. Fenrir. Guck mal, ob Fenrir auch einen Kleiderschrank hat. Jo. Fenrir hat so einiges, sehe ich gerade. Wir nehmen mal das Hochbett. Wir machen das so. Also das eine ist das afrikanische Teakholz. Ja, das muss schon so. Dann hat Finn ja auch noch einen Schreibtisch. Was habe ich denn da jetzt genommen? Das hier, glaube ich, ne? Das hier. Das kann man nämlich dann direkt da hier unten reinsetzen. Obwohl, da würde ich ganz gern, das wäre echt cool, wenn da ein Kleiderschrank reinpassen würde. Aber der wäre wahrscheinlich alles zu groß. Nee, der passt. Wie kommt hier der Kleiderschrank hin? Obwohl das schlimmste Kinderzimmer aller Zeiten ist, ne? Kinder, so. Juppie, juppie, juppie. Hier ist schon mal erstmal gar nichts. Das sind nur Betten. Da muss ich bei Zubehör gucken. Kinder, da kriegt auf jeden Fall ein Schweinchen. Kriegt, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie alt das Kind ist. Ach komm, tut's auch. Je nachdem, so ein Kind kann da auch hochklettern, auch ein kleines Kind. Ja, cool. Einfach mal ehrlich, das Kind fällt da runter. Und ich komme hier nicht mehr weg. Nein! Fest. Hoppala. Auf jeden Fall brauchen wir noch einen Teppich. Dekoration, Boden. Ja, ein Spiegel auf jeden Fall. Es ist ein sehr seltsamer seltsames Kinderzimmer. Ich gebe zu. Man weiß noch nicht, was es für ein Kind wird.
Man, das Kind kann sich ja selber noch ein bisschen einrüsten. Oder? Naja. Wird schon. Dann jetzt die Garage. Ich würde tatsächlich den Boden so lassen. Nee. So geht's einfacher. Mag halt den Boden ganz gerne. Ah. Können wir hier ein Auto oder sowas reinstellen? Erstmal wieder ein bisschen Putzi-Putzi machen. Dann sieht man den Dreck auch besser. Da liegt noch was, da liegt noch was, da. Muss nur noch der Boden gewischt werden. Zum Glück kann ich das auf der Map sehen, sonst würde ich mich dann dumm und dämlich suchen. Geradewegs in die Ecke. Okay. Da kommen zwei kleine hin. Erstmal Perim. Obwohl ich ja hier so hier favorisieren würde, ne? So, jetzt noch das Garagentor weg. Garagentor. Auf. Ja, passt, wackelt unter die Luft. Dann nehmen wir jetzt mal die hier. Dann kommt ein bisschen besseres Licht rein. Wie weit habe ich da? Eins daneben, okay. Funktioniert das nicht? Also so. Und dann kommt da auch nochmal so ein... Keine Glaswand, so eine Tür halt. Damit man halt raus kann zu den... Genommen. Ne, da musst du nicht so einen Umweg gehen. Ist ja auch was Nettes. So, dann ist das hier schon mal ein bisschen heller. Wo ist denn die Licht? Kann ich das hübscher machen? Tatsächlich, geil. Lasst mich überlegen. Erstmal Abdeckung im Boden oben. Das ist wichtig. Ich meine so. Tiegel? Nee, ne? Und wir machen das einfach Silber. Wir machen Farben, Graustufen. Stahlgrau. Oh, fertig. Wir müssen daraus jetzt auch keine Wissenschaft machen. Und deshalb, weil es ja auch nur die Garage ist.
ne? Außerdem haben wir noch andere Sachen zu tun. Ja, seht da die Garage. Da muss ich auch noch eine Tür reinsetzen. Oh, Mensch, das Kind, da unten muss ich auch was machen. Ist ja schrecklich hier. Sieht aber auf jeden Fall schon mal so heller und auf jeden Fall auch freundlicher aus. Müsst ihr zugeben. Ja, vielleicht so ein paar Regale und dann... ein Auto. Auf jeden Fall ist das ein sehr farbenfrohes Haus. Was regnet schon wieder? Also im Spiel, nicht hier drinne. Also nicht im Real Life. Aber im Spiel. Ja. Mensch. Vor lauter Weiß sehe ich schon nicht mehr, wo ich gestrichen habe. Na gut, es ist ja auch eher Silber, ne? Okay, da habe ich schon. Hier sieht man ganz klar, dass hier nicht gestrichen wurde. So. Türen. Bitte lass sie da jetzt reinpassen. Die passt von der Breite, aber nicht von der Höhe, ne? Doch. Ich dachte schon, die passt nicht. Oh. Das wär's gewesen. Möbel, Garage gibt's nicht, ne? Nee. Zubehör, Behälter, Hobby, Büro. Spezielle Werkzeuge. So. Lichter, Deckenlampen. Dann kommt hier ein Lichtschalter und da kommt ein Lichtschalter. Sieht doch ganz gut aus. Stehende Deko, jetzt kommt da ein Auto oder sowas. Alles was, was ich nicht brauche, wo habe ich es denn? Nee, Landwirtschaft, ne? Tierpflege, Samen, nee. Sonstiges? Ist auf jeden Fall der Truck. Mega. Regale. Egal. Irgendwann werden wir mal zu dem Regal kommen, wo ich hin möchte.
10 Stunden später. Ach, jetzt sind sie doch. Das Lagerhausregal. Wie heißen die also? So, dann machen wir vom Survival mal. Nee, keine Knarren, aber Gummistiefel. Die da nicht reinkommen. Die daneben stehen. Aber ich dachte daran. Abwasserkanal wäre auch doof, aber so ein Verbandskasten. Der wird ja da wohl Platz finden. So. So, Essen mache ich jetzt nicht, das ist mir zu blöd. Habe ich denn für Bodenfliesen? Meint er, ich finde jetzt von den Bodenfliesen genau das Stein wieder? Wahrscheinlich nicht. Doch, da. Da ist er. Oh, bitte lass es den sein. Ja. Gut, dann ist das jetzt hier auch fertig. So, jetzt das Badezimmer dran. I love it. Aber anscheinend ist hier gar nicht so viel. Das ist eher eine Waschküche. Bei Waschmaschinen. Oder machen wir eine Waschmaschine und einen Trockner. Toilette und dann machen wir hier noch eine Spüle hin. Anschlüsse, Installation. Keine Dusche, keine Badewanne. Spüle. Die von der Toilette mache ich auch mal ein bisschen näher dran. Kann man die vielleicht so ein bisschen zusammendütschen? Ach komm schon. Ja, kein Frosch. So. Erstmal wird schön sauber gemacht. Hier sind ja eigentlich Fliesen vorgegeben, ne? Aber die finde ich jetzt nicht so schön. Das ist das Problem. Ach, hier habe ich ja schon. Hm. Ja. Dann machen wir auch mal wieder so eins. Hm. Wie wäre es denn mit Folgendes? Wir machen Wände. Farben eher so Braunton. Kaffee mit Milch. Und Weiß. Irgendwo hatte ich doch hier auch noch Weiß. Und den Boden. Decken, Fliesen. Machen wir hier in den. Haben wir vielleicht eine Braunfarbe, die so den Fliesen am nächsten kommt? Braun. Was ist mit zartem Kakao? Ah, zarten Kakao passt, glaube ich, besser. So. Hm. Obwohl da jetzt schon wieder so echt dunkler aussieht, ne? So. Und du machst das hier weiß. Das ist schon weiß. So sieht doch viel hübscher aus. So. Dann machen wir erstmal Badezimmer. Die elektronische Badezimmer. So. Dann machen wir den. Wieso kommst du denn da hin?
Ist egal. Alle hopp. Ran da. Und dann wird ein Schuh raus. Ja, aber was denn damit? Jetzt kommt da wollte ich jetzt den Trockner. Eigentlich wollte ich es genau andersrum machen. Ich meine, man braucht nur eine Badewanne. Eine Badewanne. Einen Trockner, das reicht doch vollkommen. So. Dann im Prinzip Dekoration. Ja, das machen wir vielleicht mit dem Spiegel, machen wir vielleicht ein bisschen später. Möbel, Badezimmer. Nee. Badezimmer, Armaturen. Toiletten. Könnt's ja mal richtig abgespaced machen. Und die Toilette direkt daneben. Es ist ein krasses Badezimmer. Da sag ich nichts dagegen, du. Man muss ja auch mal ein bisschen herum experimentieren, ne? Uiuiui. Boah, das blendet ja. Ich glaube, eine tut's auch. Dekoration brauchen wir aber noch einen Spiegel. Und schwarz. Und vielleicht ein bisschen Dekoration. Dekoration, Badezimmer haben wir nicht, ne? Ne, Zubehör, Badezimmer, so. Auf jeden Fall brauchen wir mal so einen. Damit wir dann Hände waschen können und abtrocknen können. Vielleicht auch richtig rum, dann wäre das vielleicht einfacher. Ich dachte jetzt eher so an Wäschetrockner, wäre auch ganz nah. Wer kann ja denn da hinten so in die Ecke? Und jetzt fehlt nur noch die Tür. Tür. Rück, falsche Tür. Ja, die Tür. Die Tür. Ne, das kann Glas bleiben. Eigentlich kann das alles Glas bleiben. Weil du guckst ja da nicht so direkt rein. Geht ja noch da auf. Ne? Also gucken wir mal. Also, ja gut, du kannst aber nicht direkt gucken, wer davor sitzt. Ist in Ordnung. Ich meine, du guckst eher dann schon von draußen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Du kommst mal mit hoch. Ey. So. Dann hier den Flur, den müssen wir nur putzen und die Bilder verkaufen. Oh, ich sowas eigentlich auch. Sowas werde ich wahrscheinlich auch machen. Hätte ich sowas? Ja, da würde ich wahrscheinlich auch Bilder dran hängen. Aber da das nicht ist, also hier kommt das Dunklere hin.
Ich habe einfach den Dreck wegge... Also, das, was sie da benutzt haben. Einfach weg. Bitte, Farbe, halt noch ein bisschen durch. Richte ich mal ganz kurz zur Seite, du nervst gerade ein bisschen. Ja, das ist Putzen. Putzen will ich jetzt aber nicht. Ich will ganz gerne so. Ich übermale jetzt einfach die Graffitis, ne? Somit ist jetzt das hier fertig. Du kommst, keine Ahnung, du kommst da jetzt rein. Hier oben die Decken. Abdeckung. Dann natürlich Lichter. Was habe ich unten für eine Lampe? Ah, die. Okay. Deckenlampe. So. Dann natürlich den Lichtschalter. Nicht zu vergessen. Lichtschalter, wichtig. Ja, das kommt schon mal gut. Da unten bei Boden. Paneele, das war... Die hier, ne? So, jetzt habe ich den schrägen. Okay, ist aber die gleiche Farbe. Aber falsche Ausrichtung. Muss ja schon einheitlich sein, ne? So wird ein Schuh draus. Ja, hier kann man, was weiß ich, Dekoration, stehende Deko, so ein großer Servierwagen einfach. Sieht auch schick aus. Gut, dann fangen wir mal hier an beim Spieltisch. Gelb und braun, okay. Interessante Kombi. Aber mal. Das ist aber auch eher so Peach-mäßig, ne? Finde ich die Farbe. Ah ne, das ist ja meins. Gelb und Peach. Na gut. Erstmal wieder Fenster, Pirim. Machst du den hier? Wände, Farbe, Gelb, nehmen wir mal das sonnige Orange und hatte man nicht sowas wie Peach? Champagner, Pflaume, Babyrosa, Wildlachs. Rosenbraun. Ah, guck mal, wir kommen doch hier der Sache schon näher. Süße Aprikose. Ja, okay, wir nehmen süße Aprikose, oder? Weicher Keks, als ob. Na gut, Pfirsichatem. Was? Okay. Dann nehmen wir die.
Ihr sagt da nichts gegen. Und irgendwo ist noch Dreck, aber das macht nichts. Hier noch. Was hätten wir? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, ich finde die Farben etwas dunkel, ne? Doch. Gegenstand entfernen, nochmal putzen. Irgendwo ist hier nämlich Dreck. Dann Boden, Abdeckungen erstmal. Ich hätte ganz gern hellen Boden. Vielleicht sowas, ja. Vielleicht nehmen wir die andere Richtung. Alles geht in eine Richtung. Sieht schon wesentlich schöner aus. So, Schlafzimmer Nummer 1. Machen wir erstmal Betten. Hat Tecma auch andere Möbel? Tecma hat alles, was man braucht. Sowohl ein gemachtes als auch ein ungemachtes Bett. Vielleicht ist Tecma eher was für das große Schlafzimmer hier. Hier vielleicht doch eher ein kleineres. Schlafzimmer. Betten. Hat Justin denn Möbel? Justin? Hätten wir das Doppelbett. Ui, wie heißt das? Aui. Ui. Hier ist nur das Bett. Vielleicht Erber. Erber macht auch einen schicken Eindruck. Was das Betten angeht. Guck mal. Ah, sogar beides so. Ich dachte, das wäre nur so ein Einzel. Aber nee. Ja, das muss schon so mittig im Raum. Weil da ja überall noch. Dann noch ist, ne? Und Regale sind. So, was haben wir noch? So ein hoher Schrank, das ist eigentlich ganz cool. Sogar mit Spiegel, dann sparen wir uns den Spiegel. Kann man da kleine Kommode. Kann man aber leider nicht daran dran ditschen, ne? Dann kriegt ihr nämlich noch hier so einen Schreibtisch dran. Könnte ein Jugendzimmer sein oder so. Das hätten wir schon mal. Elektronische Ausrüstung zur Unterhaltung. Ein Tablet. Und dann kriegt ihr noch eine elektronische Unterhaltung.
Fernseher. Dekoration. Gemälde. Muss aber eher was Modernes sein, denn... Es ist schon cool, aber leider zu groß. So. Lichter, Deckenlampen. Wohnleuchter finde ich immer so ein bisschen so schwierig. Ja, sieht doch ganz fesch aus. Jetzt nur noch vielleicht noch ein Teppich. Dekoration, Boden. Ein Teppich, der so in Richtung... Ich habe Angst zu gucken, wie viel der jetzt in XXL... Ja, das ist cool. Das ist Schnieke. Türen. Immer diese Türenprobleme. Easy, guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Ein bisschen kahl, aber was soll's. So. Jetzt kommt das Badezimmer dran. Badewanne, Toilette. Ja, easy. Wie sie drin aussieht, ey. Das hätten wir. Eigentlich könnte ich hier schon die Wand... Nee, die Wand lasse ich nicht hier. So, du kommst weg. Aber ich hätte ganz gerne... Das. Einmal so. Wände. Dann machen wir erstmal Boden und Abdeckungen. Bei Abdeckungen geht das eigentlich auch auf dem Boden so? Tatsächlich. Deckenfliesen oder Paneelen? Nee, komm, Deckenfliesen. Irgendwas Schönes. Ja, komm, hier. Die für den Boden. Das waren die mit dem Großen, ne? Das waren die Kleinen. Wände, aber da weiß ich wenigstens, dass die zur Hälfte gehen. Holla, die Waldfee. Kleine, graue. Nehme ich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allerdings würde ich trotzdem ganz gern hier ein Fenster reinbauen. Ne, nicht Türen. Fenster. Pirim. Sowas zum Beispiel. Da geht das nicht. War da oder wie? Kann ich denn da kein Fenster? Ist ja blöd. Schade. Hätte ich ganz gern gemacht. Geht nicht. Oh, sind doch die zu klein, oder?
Wände, Wandfliesen. Bin ich jetzt schon zu weit? Wahrscheinlich. Dunkle Fliesen, kleine. Ah, die waren's. Die sind leider zu... Oh, nein. So. Dann kommen die weg. Dann wird das Ganze nochmal gestartet. Guck mal, sieht doch schon wesentlich... Ich mag das viel lieber, wenn da so ein bisschen Weiß mit bei ist. Als wenn... Nein. Moment. Lieber nur eine, sonst geht das noch in die falsche Richtung. Sonst geht das noch in die falsche Richtung. Wäre nicht, dass denn so noch die anderen Seiten mit angetitscht werden. Passiert ja auch ganz gerne. Na komm, du kriegst hier eine. So. Hat doch weniger gebraucht als gedacht. So. Dann im Prinzip können wir Badezimmer tun. Bäder und Duschen. Toiletten. Oh nein, das geht in die falsche Richtung. Muss schon gucken, wie die sitzt. Na gut, dann machen wir so. Ne, die sitzt auch da. Ich brauche eine, die zur Seite geht, ne? Kann ich die Badezimmer-Armatur denn nicht dahin machen? Das ist von der anderen Seite gewesen. Anschlüsse, Installationen. Badewanne. Nee, geht nur so. Und dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Weil der einfach so den ditcht. Mhm. Ach, Menno. So, Kuno, hast du auch Toiletten? Jo. Achso, Waschbecken? Jo. Das müsste doch funktionieren. So, dann kommt hier nämlich jetzt noch die Toilette. Ich halte mich jetzt hier nur an die Vorgaben von dem Spiel. Dann hätte ich ganz gern die Waschbecken als erstes. Obwohl, wir machen da mal so ein... Du kommst da mal in die Ecke. Und das Waschbecken kommt direkt daneben. Mal sehen, ob das so funktioniert. Jo. Ja, blubber doch. Mir doch egal. Ich hab doch eh den Lappen immer in der Hand. Den setzen wir direkt dran. Guck mal, ich habe den noch nicht mal angeditscht und schon blubbert der.
kann ja nicht wahr sein. So. Dann kriegen wir dann nämlich auch noch die zwei Spiegel dran. Ne? Sieht doch schon schnieke aus. Haben die noch irgendwas, was ich verwenden könnte? Nee, ne? Nee. Ah, doch, vielleicht einen hellen Schrank. Hier so hin? Ja, vielleicht eher hier so hin. Dann Zubehör, Badezimmer. Einmal Seifenspender, Handtücher, Badteppich. Ist aber halt zu dunkel, ne? Und der ist ziemlich klein. Der passt auf jeden Fall wenigstens von der Farbe. Aber sonst eigentlich gerade gar nichts, ne? Nichts, wo ich sage, ey, das brauche ich jetzt unbedingt fürs Badezimmer. Lichter, Lichtschalter schon mal. So ganz gerne Lampe reingebaut. Lichter, Deckenlampen. Ja, Kerzen bestimmt nicht. So. Und jetzt der goldene Abschluss. Wir haben zwar schon wieder so massiv überzogen, aber das ist nicht schlimm. Also was heißt massiv überzogen, haben wir noch gar nicht, aber wir werden ein bisschen überziehen. Da werde ich leider nicht drum rumkommen. Aber ich will den Raum hier noch fertig machen, dann ist nämlich das ganze Haus fertig. Moment mal, was ist denn da? So. Ah, du kommst weg. Perim. Perim hatte ja auch Türen. Das würde jetzt das Ganze einnehmen, ne? Ja, das wäre sogar zu viel. Na komm, dann gibt es einfach nur so eine Tür. Das ist auch nice. So, ne? Dann haben die hier nochmal so ein Eckchen zum Sitzen. Ey, lass mich durch. Lass mich durch. Was nehmen wir denn da für Fenster? Ich hätte ganz gerne hier für die irgendwie so ein bisschen größere Fenster. Und breitere Fenster. Das funktioniert schon wieder nicht, ne? Wieso funktioniert das nicht?
das funktioniert. Was ist denn da der Unterschied? Ja, dann nehmen wir die. Ich wehre mich dagegen nicht. So. Als erstes Boden, Abdeckungen natürlich wieder weiß. Ein Türen Höhe 1 Meter. Da wir die ja schon jetzt überall genommen haben, nehmen wir die hier auf. Wände, Farben, Farbverlauf. Trockener Wein sieht eigentlich ganz cool aus. Wir machen mal den trockenen Wein. Ja, mit Weißwein. Ja, ich weiß, war jetzt blöd. Mit Champagner natürlich. Habe ich hier noch irgendwo Farbe rumspringen? Nee. Du kannst auf jeden Fall weg. Hier bin ich fertig. Hier bin ich fertig. Okay, ist wirklich nur noch das hier. Ich weiß ja auch schon, welche Möbel ich hier benutzen möchte. Hier hatten wir ja schon, wollten wir ja erst in einem anderen Raum, aber hier geht das ja eigentlich viel besser. Weil er wesentlich größer ist. Und man zumindest ein bisschen mehr Platz hat. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Ich bin halt nur jetzt so unsicher wegen dem Boden. Lass mich durch. Doch, also das schöne Kontrastfarben, das ist schön. Ich frage mich manchmal, wieso das hier im Prinzip bei House Flipper immer klappt, aber ich bei Fashion Dreamer immer massive Probleme habe, da irgendwie passende Farben zu finden. Das ist eigentlich eine schöne Farbkombi. So, ey, das sieht so gut aus. Oder die Waldfee. So, so. Jetzt noch den Boden und dann sind wir schon fast fertig. Hätte ich ganz gern aber irgendwie so. Ich glaube, wir nehmen ihn doch weiß als neutraler. So. So. Dann wollte ich jetzt hier. Tecma war das, glaube ich, ne? Schlafzimmer. Ich gucke nochmal. Schlafzimmer. Betten. Genau, Tecma. Tecma hatte so richtig krasse Sachen. Die aber halt für den Kleinen doch ein bisschen für das Kleine noch zu wenig waren.
Ja, du musst noch mal ein bisschen ran. Nein, jetzt. Weiter, komm. Leg dich rum. Das sieht gut aus. Was haben wir denn noch? Ein Kleiderschrank, einen großen Kleiderschrank. Große Kleiderschrank kann ja im Prinzip dann. Hier so hin. Das Zeitboard kommt dann hier so hin. Die schmale Kommode runden das Ganze hier ein bisschen ab. Da wollte ich jetzt noch einen Schminktisch hinstellen. Dann habe ich im Prinzip alles in Benutzung, ne? Einmal? Ja. So, was brauchen wir? Wir brauchen noch einen Hocker. Möbel, Schlafzimmer, Nachttische, Kleiderschränke, nee. Wohnzimmer, Sessel. Weiß. Kann man das so lassen? Ich denke schon. Dann natürlich Dekoration. Pflanzen, große Pflanzen bitte. Was haben wir denn hier unten noch so schönes? Ne, mach mal Glücksfedern. Einmal dahin. Einmal dahin. Dekoration, Gemälde, Bilder. Was könnte man dann nehmen? Da so hin. Obwohl, ich hätte, glaube ich, über dem Sideboard auch nochmal, tag mal, ein Spiegel. Bietet sich da irgendwie so an, finde ich. Lichter, Lichtschalter natürlich. Dann kriegt er noch. Nee. Hier noch ein Lichtschalter. Lichter, Deckenlampen. Irgendwas Cooles, irgendwie so. So modern. Dann machen wir mal hier einen hin. Die Eltern verzichten aufgrund des Fensters, die gucken lieber raus in die Wildnis, als als in den Fernseher. Haben wir denn noch einen schönen Teppich? Fußmatten. XXL ist doch. So. Was sagt jetzt das Bild? Ich finde, sieht schon schön aus. Gut, dann. Da steigern wir mal das Haus. Wir brauchen. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Die Auktion geht. Beim Garten brauchen wir uns nicht anmelden, weil wir haben da nichts gemacht. Komm, ich habe richtig viel Liebe in das Haus gesteckt. Was? Und nur 40.000? Ja, das ist aber ein bisschen wenig, du. Na gut, wir wollen mal nicht gierig sein. Leg nochmal ein bisschen. Ich will wenigstens 40.000 plus haben. Dankeschön. Was war das denn jetzt? Ich finde sie voll schön geworden. Das Schlafzimmer.
einem Büro. Schlechte Perspektive. Können sich Hühner halten. Ah, okay, wegen dem Dach. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wegen dem Dach. Jetzt gucke ich mal, was das nochmal für ein Haus war. Aber ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.